Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, mit dem Antrag zu den Targetforderungen der Deutschen Bundesbank im Eurosystem greift die AfD ein wichtiges Thema auf und schlägt unter anderem die Besicherung dieser Targetforderungen vor. Ob es diese Sicherheiten auf der Seite der Notenbank der Südstaaten des Eurosystems in diesem Umfang und in dieser ausreichenden Qualität gibt, das darf man getrost bestreiten. Aber dass das sicherlich ein berechtigtes Anliegen ist, hier im Parlament auch einmal darüber zu diskutieren, ist aus meiner Sicht dringend notwendig. Für Pfänder, also Sicherheiten, hat die EZB die Anforderungen für Banken bereits auf ein dreifach B- gesenkt, also faktisch auf Schrottniveau. Dass die Qualität dieser Sicherheiten, insbesondere in Südeuropa, seit Jahren sinkt, ist allgemein bekannt. Daher stellt sich schon die Frage, ob diese Sicherheiten überhaupt erstrebenswert sind. Sie haben das richtigerweise gesagt. Vielleicht ist es viel besser, wenn die sehr hohen Target-Verbindlichkeiten ab einer bestimmten Höhe risikogewichtet verzinst werden müssen. Aber letztlich sind diese Target-Forderungen der Bundesbank ein Symptom dieser Krise. Die Ursache der Target-Verbindlichkeiten liegen in der unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten. Und das ist das Problem. Der Währungsraum kann nur stabilisiert werden, wenn die Länder ihre Hausaufgaben machen. Das müssen sie selbst tun. Da kann man keine Ratschläge geben, so wie wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Man kann vielleicht Hilfen anbieten, aber sie müssen es am Ende selbst tun. Wer nicht kann oder will, für diese Länder braucht es ein funktionierendes Staatsinsolvenzrecht und ein geordnetes Austrittsverfahren aus dem Euro-Währungsgebiet. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das Euro-Währungsgebiet muss atmen können. Es darf nicht mit aller Gewalt, mit allen Mitteln, die wir haben, zusammengehalten werden. Wir müssen Risiko und Haftung zusammenbringen bei der Eigenkapitalunterlegung von Staatsanleihen, bei der Bankenabwicklung und beim Verstoß gegen die Maastricht-Kriterien. Und wir müssen die weitere Kollektivierung von Schulden unterbinden, sowohl bei der Einlagensicherung, beim Backstop, bei einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Überall da werden und sollen Risiken kollektiviert werden. Und das ist das Gegenteil dessen, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen mehr Haftung und mehr Verantwortungsübernahme. Denn Wettbewerbsfähigkeit kann man über diesen Weg nicht erreichen. Das zeigen doch gerade, und wir diskutieren ja nachher noch über die Lehman-Pleite, das zeigt doch gerade die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Wir haben die Risiken kollektiviert, aber die Verschuldung ist weltweit angestiegen und im Euroraum insbesondere. Wettbewerbsfähigkeit erreicht man durch offene Märkte innerhalb des europäischen Marktes, aber auch außerhalb Europas. Und hier zeigt sich auf der anderen Seite die wahre Einstellung der AfD zu unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Gerade beim Freihandel, bei Freihandelsabkommen und deren Verabschiedung haben sie sich bei den Linken, Grünen und Donald Trump eingehakt. Da sind sich hier in diesem Haus links und rechts einig. Und das sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. Das alles zeigt mir, Sie missbrauchen Sachfragen als Vehikel in Ihrem Kampf gegen das System. Da machen wir Freien Demokraten nicht mit. Liberale waren schon immer für Reform, aber gegen Kulturkämpfe und Revolutionen. Der Freihandel ist in seiner Geschichte immer hart erkämpft worden. Er ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist hart erkämpft worden. Richard Cobden hat im 19. Jahrhundert über viele, viele Jahre für den Freihandel gekämpft. Und es war ihm immer klar, dass es über Freihandelsabkommen erst realisiert werden kann und nicht einfach, indem man alles beiseite wischt. Das Freihandelsabkommen, für das Richard Cobden seinen Namen hergegeben hat zwischen England und Frankreich, hatte zum Ziel, dass die Briten damals auf ihre Zölle für französische Waren vollständig verzichtet haben, aber die Franzosen nur bereit waren, 50% ihrer Zölle abzubauen. Daran sieht man, dass Freihandelsabkommen von beiden Seiten
aus unterschiedlichen Interessen auch gebilligt werden müssen. Und wer Freihandelsabkommen ablehnt, der lehnt im Kern unsere marktwirtschaftliche Ordnung ab und der erzeugt nicht den Boden dafür, dass die Wettbewerbsfähigkeit in den südeuropäischen Ländern besser wird. Und wer das nicht macht, der verschärft im Kern die Eurokrise innerhalb Europas. Und deshalb, glaube ich, ist es notwendig, dass dieses Haus erkennt, dass Freihandelsabkommen eigentlich der Schlüssel zum Wohlstand von uns allen ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat als nächstes Wort die Kollegin Sonja Amalie Steffen.